Unser Schlagerspiel der Runde kommt diesmal aus der Oberliga Nordau. Da steht die letzte Herbstrunde am Programm und der Tabellendritte Bruckmur empfängt den Tabellenzweiten Zeltweg. Das wird sicher ein ganz, ganz heißes Spiel, denn beide Mannschaften sind nur einige Punkte hinter dem Tabellenführer, hinter Mürzhofen. Die Brucker liegen 4 Punkte hinter Mürzhofen und die Zeltweger 3 Punkte. Wer wird heute bestehen? 400 Fans kamen zu diesem Schlagerspiel ins Brucker Mühlselstadion. Resi Gwandner und Resi Weber sind echte SC Bruck-Fans. 30 Jahre lang bei jedem Heimspiel dabei. Unter den Fans auch Walter Schachner mit charmanter Gattin. Der Walter schaut heute den Sohn Walter Roberto auf die Beine, der bei den Bruckern kickt. Für Spannung ist heute gesorgt. Die Zeltweger mit der stärksten Offensivabteilung, 39 Treffer hat man bisher erzielt, treffen auf die stärkste Abwehr. Die Brucker haben in 12 Spielen erst 8 Treffer kassiert. Brucke in Gelb-Blau hat Anstoß. Das Match leitet Schiri Gerald Bauernfeind aus Eibiswald. Die Brucker legen gleich los und versuchen es mit einem Schafferschuss. In Minute 4 gibt's Bruckfreistoß, Distanz ca. 20 Meter. Dani Reiter tritt an und der Ball ist im Netz. 1:0 für Bruck durch diesen Reiter-Freistoß. Da hat sich der sonst verlässliche Zeltweg-Tormann Manuel Reinwald überraschen lassen. Für Bruck ein Auftakt nach Maß. Die Brucker legen nach. Guter Wechselpass auf die linke Seite, auf Reiter. Aber Reiter legt sich das Leder ein bisschen zu weit vor und vorbei ist mit dem Angriff. Zeltweg da mit anständigem Spielaufbau. Ein scharfer Stangepass in den Bruck-Strafraum, aber die Bruck-Abwehr ist da auf den Posten. Die Gäste über Marc Klitschnik. Klitschnik versetzt da einige Bruckspieler, zieht in den Bruckstrafraum und knallt da drüber. Klitschnik, einer der besten Oberliga-Kicker. Die Zeltweger versuchen es gleich nochmals, wollen den Ausgleich. Hohe Flanke in den Bruckstrafraum. Die Brucker können kurz abwehren. Kevin Klitschnik kommt da zu Schuss und schießt da knapp mit Flachschuss am langen Eck vorbei. Schiri Gerald Bauernfeind, ein guter Spielleiter mit Bundesliga-Erfahrung. Jetzt sind die Brucker am Zug, versuchen es da über Michi Wallner. Wallner macht das super, bedient der Ideal Michi Leitner. Und Leitner verwertet cool zum 2:0 für die Bombstruppe in Minute 34. Da ist der Jubel groß. 3 Minuten später, Zeltweg rafft sich da wieder auf, setzt da die Brucker unter Druck. Die Brucker bringen den Ball nicht weg und Kevin Klitschnik kommt da zu Schuss und trifft da für die Zeltweger zum 1:2 in der 37. Spielminute. Alles wieder offen in dieser Partie. Da gibt's noch einen Gästefreistoß kurz vor der Pause. Gröblinger lässt da nichts mehr anbrennen und mit der 2:1 Bruckführung geht's in die Halbzeit. Was sagt Brucks Bürgermeister und der Präsident vom SC Bruck zu dieser ersten Halbzeit? Also es war zu erwarten, wenn der Zweite gegen den Dritten spielt, dass es ein ganz, ganz schweres Match wird. Für den oder für den anderen. Ich muss feststellen, Bruck führt jetzt 2:1, aber Zeltweg ist in keinem Fall unterlegen, im Gegenteil. Ich würde sogar bisher sagen, Zeltweg hat ein leichtes Übergewicht. Sie sind im Mittelfeld uns klar überlegen, sie sind uns spielerisch und technisch überlegen, aber Tore entscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein trefferreiches Spiel wird. Also ich glaube nicht, dass das letzte Tor schon gefallen ist, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Natürlich, Mürzhofen liegt vorne, hat einen leichten Gegner, morgen hat Neumarkt, aber man kann fast ausgehen, Bruck kann ja nicht mehr Herbstmeister werden, Zeltweg könnte eventuell noch, aber da müssen sie 4 Tore schießen. Ich glaube, es schaut alles aus, dass Mürzhofen mal klar Herbstmeister wird. Also das erste Spiel gegen Mürzhofen, oder für uns das dritte Spiel zu Hause gegen Mürzhofen, hat mir gezeigt, dass Mürzhofen wirklich eine reife Mannschaft hat. Sie haben einen Lauf und sie werden sehr schwer zu biegen sein. Und für alle Nachfolgenden, die auch Aufstiegsambitionen haben, wie sicherlich Zeltweg, für mich als klarer Favorit in die Meisterschaft gestartet, aber natürlich auch wir Brucker, wir werden uns im Frühjahr bemühen. Wenn Mürzhofen so einen weiteren Lauf hat wie bisher, sind sie nicht einzuholen. Sie haben eine reife Leistung bisher geboten. Sie sind eine kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern und es passt einfach alles zusammen. Auf zur zweiten Spielhälfte. Zeltweg gleich nach dem Wechsel mit einer Flanke über die rechte Seite auf Mitteregger. Aber Mitteregger lässt da diesen Sitz aus. Da können die Brucker durchatmen.
Die Truppe von Sinisa Nikolic wieder in Vorwärtsbewegung, aber da gibt's einen Seldweg-Fehlschuss. Jetzt haben sich die Brucker mal befreit vom Angriffswirbel der Gäste und erwidern damit einem Reiterschuss. Reinwald pariert davor erst, aber gleich darauf gelingt den Bruckern durch Georg Konrad mit dem Treffer zum 3:1 in der 58. Spielminute der Befreiungsschlag. Da freut sich auch der vierbeinige Bruck-Fan. Die Brucker von den Fans im Rücken angetrieben sind jetzt gut drauf, geben da jetzt ordentlich Gas. Nun versucht die Bomstruppe mit langem Ball in Richtung Zeltweg-Strafraum. Manuel Reinwald eilt da aus dem Tor, kann nur kurz abwehren. Der Ball kommt zu Michi Leitner und Leitner macht das mit einem Heber. 4:1 für Bruck durch diesen kuriosen Treffer in Minute 63. Da hat natürlich Reinwald ein bisschen mitgeholfen. Die jungen Zeltweger haben Moral, geben nicht auf, haben sich aber heute alles ganz anders vorgestellt. Nach diesem Gatschelhofer-Fall am Zeltwegstürmer gibt es in der 68. Spielminute Elfmeter für Zeltweg. Und Marc Klitschnik verwertet da zum 2:4 aus Zeltweger Sicht. Unhaltbar gewesen, dieser Klitschnik-Elfer. Da versucht der älteste Oberligaspieler Cimzo Masovic mit gutem langen Pass Richtung Zeltweg-Strafraum. Aber der Brucker Stürmer kommt da nicht richtig ran. Die Zeltweger spielerisch die stärkste Truppe der Oberliga, aber heute hat man es den Bruckern mit ein paar billigen Toren leicht gemacht. In der Nachspielzeit gibt es noch einen Zeltweg-Treffer durch Rene Fischer zum 3:4, aber das war's. Bruck schlägt Zeltweg mit 4:3 und setzt sich mit diesem Sieg auf Platz 2 und wir dürfen Mürzhofen zum Herbstmeistertitel gratulieren. Und wir gehen mit diesem Spiel in die Winterpause und ich hoffe, wir sehen uns im Frühjahr wieder. Danke fürs Zusehen. Zeltwegstrainer Sinisa Nikolic zu dieser Niederlage in Bruck. Ja, ich zuerst will gratulieren zum Bruck. Zum Sieg. Wir haben heute Anfang zwei, drei Spieler, das hat zu wenig gemacht. Sonst beim Spiel kann ich sagen, das war spielerisch war nicht so schlecht, war ein gutes Niveau für Oberliga. Und Anfang haben wir zwei, drei Fehler gemacht, zwei Tore, unsere Chance nichts machen, dann haben wir verloren. Wie schaut die Analyse vom zweifachen Torschützen Michi Leitner aus? Ja, es war das erwartet schwere Spiel gegen Zeltweg, gegen den Titelaspiranten. Aber ich denke, unterm Strich, die 90 Minuten, wenn man es Revue passieren lässt, man hat gesehen, wir wollten diesen Sieg unbedingt. Wir haben ja letzte Woche in Kniedelfeld nur einen Punkt geholt. Von dem her war es ganz wichtig, dass wir den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Und ich denke, war ein verdienter Sieg. Ja, der Bernd Baumgartner ist zum Zuschauen verurteilt, 4 Wochen schon verletzt. Aber ich glaube, das Zuschauen, das ist nicht so angenehm. Nein, es ist immer schön, wenn man selber spielen kann und ein bisschen eingreifen kann in das ganze Geschehen. Da draußen, da juckt es und da wurzelt es immer. Und wenn es dann so eng runtergeht wie heute, dann ist es halt umso schöner, dass du trotzdem noch 3 Punkte holst. Was sagst du zum Sieg? Ja, es war ein sehr ausgeglichenes Match. Zeltweg ist offensiv eine sehr starke Mannschaft. Aber wir haben hinten andere Fehler eigentlich eiskalt ausgenutzt. Haben leider unsere Konterchancen nicht fertig gespielt, weil die Sache schon früher entschieden gewesen. Wichtig sind die 3 Punkte und alles andere ist heute wurscht. Schaut's dir der Bontigammer! Ja, dann helfen wir ihm! Ich und du und alle hier trinken wir immer gerne Bier. Miteinander lustig sind wir und unser Bontigammer. Lustig sind wir und unser Bontigammer. Die Firma Juri mit Sitz in Nickelsdorf bei Leoben ist ein Unternehmen, das speziell in der Industriereinigung tätig ist. Von den Supersauger besitzen wir 8 Stück. Und mit der kann man fast jedes Medien saugen. Auch für die Kanalreinigung und Grubendienst kommen Spezialfahrzeuge zum Einsatz. Mit diesem Fahrzeug wird ein sicheres Arbeiten in großer Höhe möglich. Die Firma Juri ist für ihre Kunden 24 Stunden und 365 Tage im Jahr erreichbar.